der 9. November 1989, das ist ein Traum in Erfüllung gegangen, den man nie geträumt hat. Mein großes Ziel war, Rentner zu werden und die Bananen aus Duderstadt für die Enkel zu holen. Das ist ein Tag gewesen, den vergleiche ich mit dem gewonnenen oder verlorenen Krieg. So groß war der. Na? Sein Trabant nehmen, voll danken, die Familie einladen, nach Göttingen fahren. Ein Wochenende in Göttingen bleiben und zur Frühschicht am nächsten Montag wieder zu Hause zu sein. Das war doch das, was wir eigentlich, mehr wollten wir doch gar nicht. Und das ging mit einem Mal. Das war unbegreiflich. Ne? Wenn man daran denkt, stehen mir heute noch die Tränen in den Augen und ich kriege wieder diesen Kloß in den Hals. Ne? Das war etwas, an was ich nie gedacht hätte, dass ich das erlebe. Nie in meinem Leben. Das war so zementiert, die ganze Sache. Diese DDR, das habe ich gedacht, das ändert sich zu meinen Lebzeiten nie. Ne? Und Sie sind dann auch nach Duderstadt gefahren und haben Bananen geholt? Für die Enkel oder mit den Enkeln? Die damals gab es noch keine Enkel. Da waren die Kinder erst 8 und 10 Jahre. Aber es war eins der schönsten Erlebnisse, die ich je gehabt habe.